Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Switchboard einrichtet und diesen mit dem Alexa Smart Home verbindet. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist eigentlich ein Switchboard? Ein Switchboard ist zum Beispiel dieses kleine Gerät hier, welches eine Batterie besitzt und einen ausfahrbaren Arm. Mit diesem ausfahrbaren Arm kann es Knöpfe und Tasten drücken. Somit kann man letztendlich jedes beliebige Gerät, was man zu Hause rumstehen hat, smart machen, solange es Tasten oder Knöpfe hat. So würde ich es beschreiben. Zum Beispiel kann man den Switchboard an eine Kaffeemaschine kleben und so auf günstigste Art und Weise eine smarte Kaffeemaschine besitzen. Wenn man sich mal im Laden die Vergleichspreise anschaut, was eine smarte Kaffeemaschine neu kostet, sind die Preise zwischen 400 bis 500, 600 Euro. Das ist relativ viel Geld für eine Kaffeemaschine, finde ich. So ein kleiner Switchboard kostet 25 Euro und der dazugehörige Hub kostet 30 Euro. Oder vielleicht habt ihr erst eine sehr teure Kaffeemaschine gekauft und möchtet sie jetzt nicht einfach austauschen, weil sie nicht smart ist. Das ist ein sehr günstiger Weg, diese smart zu machen und einen tollen Kaffee zu genießen, wenn ihr so eine teure Kaffeemaschine besitzt. Bei gewissen Geräten macht der Switchboard durchaus Sinn, bei manchen jedoch weniger. Wenn man sich zum Beispiel die Preise für einen Ventilator und einen smarten Ventilator anschaut, sind da meistens nur 10, 20, 30 Euro Preisunterschied drin. Daher würde ich dann einfach gleich zu dem smarten Ventilator greifen, wenn man sich sowieso schon einen neuen kaufen möchte. Wenn man einen bestehenden hat, ist es natürlich eine Alternative, auf den Switchboard zurückzugreifen. Du kannst natürlich auch den Switchboard benutzen, um deinen Computer einzuschalten. Ich habe auch ein separates Video dazu gemacht, nicht wie du mit einem Switchboard einen Computer einschaltest, das wird dieses Video beinhalten hier, sondern wie du mit BIOS-Einstellungen und einer smarten Steckdose deinen Computer automatisch hochfahren lassen kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal unten in der Infobox rein, da ist das Video verlinkt. Wer ein Switchboard mit Alexa benutzen möchte, benötigt zudem einen Switchboard-Hub, welcher zusätzlich eine Infrarotfernbedienung beinhaltet. Heißt, dieser kann zusätzlich Infrarotgeräte wie zum Beispiel Fernseher, Funksteckdosen oder Klimaanlagen ansteuern und bietet somit ähnliche Funktionen wie ein Broadlink RM4 Pro oder ein Logitech Harmony Hub. Achtet bitte darauf, welche Frequenzen eure Geräte verwenden. Neben Amazon Alexa unterstützt der Switchboard Hub auch die beiden Sprachassistenten Google Assistant und Siri. Fangen wir zuerst mit der Einrichtung des Hubs an. Um den Hub einzubinden, benötigen wir die Switchboard App, welche für iOS und Android in den jeweiligen App Stores zur Verfügung steht. In der App angekommen, meldet ihr euch mit eurem Switchboard-Konto an oder erstellt gegebenenfalls ein neues, falls ihr noch keins habt. Nun klickt ihr auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Wenn ihr an eurem Smartphone Bluetooth aktiviert habt, findet dieses direkt den Switchboard-Hub und tippt diesen einfach an. Anschließend haltet ihr die Taste am Switchboard-Hub für ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED anfängt, schnell zu blinken. Danach könnt ihr in der App auf Weiter tippen. Nun könnt ihr dem Hub einen Namen und einen Raum zuweisen, sofern ihr einen Raum bereits angelegt habt. Wählt unter Wi-Fi SSID euer WLAN-Netzwerk aus und gebt darunter das Kennwort dafür ein. WLAN-Netzwerke mit einer Frequenz von 5 GHz werden nicht angezeigt und sind somit auch nicht vom Hub unterstützt. Der Switchboard Hub ist nun hinzugefügt. Um einen Switchboard Bot hinzuzufügen, klickt ihr erneut auf der Startseite auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählt den über Bluetooth gefundenen Switchboard Bot von euch aus. Benennt diesen und tippt auf Weiter. Ist der Switchboard Hub und Bot fertig eingerichtet, könnt ihr in den Einstellungen Cloud Service auswählen. Setzt den Regler auf An und tippt auf Amazon Alexa. Ihr werdet nun zu dem Switchboard Skill für Amazon Alexa weitergeleitet. Alternativ könnt ihr auch einfach in die Amazon Alexa App wechseln und unter Skills und Spiele den Switchboard Skill suchen und aktivieren. Dort meldet ihr euch ebenfalls mit eurem Switchboard Konto an. Anschließend sucht ihr nach verfügbaren Geräten in dem Netzwerk. Es sollte nun euer zuvor eingerichteter Switchboard auftauchen. Nun könnt ihr den Switchboard manuell über die Alexa-App und über den Sprachassistenten steuern.
Zudem könnt ihr natürlich auch den Bot in Alexa-Routinen einbinden und verwenden. Alexa, schalte Testbot an. Und damit kommen wir auch wieder zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, um auf zukünftige Videos benachrichtigt zu werden. Wenn du noch Fragen zum Thema Switchbot hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche auf alle Fragen zu antworten. In den kommenden Wochen werde ich unter anderem die Switchbot-Innenraumkamera und den Switchbot-Vorhangmotor testen und anschließend für euch ein Review dazu erstellen. Und das war es auch schon wieder für dieses Video. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.